Der Beinwell, der hat sich im Querbeetgarten hier von alleine ausgesät in dem Hochbeet und er macht das ganze Hochbeet dicht und deswegen muss er heute umziehen. Der Beinwell ist nämlich eigentlich eine super wertvolle und, wie ich finde, auch schöne Pflanze. Zum einen wegen seiner riesigen Blätter, die prima als Mulchmaterial zum Beispiel auch zum Verwenden sind. Und dann auch wegen der Blüten, weil da sehr viel Hummeln und Bienen gerne hingehen. Und er ist einfach pflegeleicht. Und wenn man Beinwell pflanzen will im Garten, sollte man einfach nur beachten, dass er Platz braucht. Also pro Pflanze 1 Quadratmeter ohne weiteres. Da ist jetzt die Frage, was er nachgibt, der Beinwell oder unser Rahmenhochbeet, weil die Rahmen sind ja nicht so dick. Das heißt, über das Holzhebeln kommt nicht in Frage. Aber gut, mal schauen. Ich wusste zwar, dass der Beinwell kräftig wächst, aber dafür, dass der jetzt erst seit knapp 2 Jahren, also 1,5 Jahren da steht, ist das schon beachtlich. Unseren großen Beinwellstock habe ich jetzt unterteilt in verschiedene kleinere Stücke und habe geschaut, dass ich die Bruchstellen noch mal sauber nachschneide. Also dass da keine gequetschten, fleischigen Wurzeln mehr dran sind, sondern dass das möglichst sauber ist. Und man sieht ja da oben auch schön, dass da noch so Feinwurzelwerk ist. Und die Teilstücke müssten eigentlich ganz gut anwachsen. Und die kommen jetzt hier in einen Bereich vom Garten, der außerhalb vom Gemüsebeeten liegt. Da ist der Boden schön locker und vor allem ist er nährstoffreich und das gefällt denen ganz gut. Und wichtig ist dann nur nicht tiefer einbuddeln, als sie vorher im Beet gestanden sind, dass das in etwa gleich bleibt, also dass man sie nicht beerdigt. Und dann bin ich gespannt, wie sich der Beinwell hier macht. Ja, und dann ist wahrscheinlich nächstes Jahr das hier schon ein richtig schönes Beinwellbeet. Und das können wir dann hernehmen, die Blätter zu mulchen. Die Blüten, wie gesagt, für die Insekten und auch zum Jauche ansetzen. Haben wir dieses Jahr auch mehrfach gemacht. Und die Beinwelljauche ist auch wirklich ein gutes Pflanzenstärkungs- und Düngemittel für viele Gemüsekulturen. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.